Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die... Mathilde! Genau, die blutrote Nacht steht an. Upsala. So, Frame gesetzt. Müssen alles reparieren, Alter. Du kannst... Oh, wait, wait. Da haben wir echt viel zu tun. Echt viel zu tun, wir haben. Ja, die ganze Holzverteidigung hier ist ja im Arsch. Oh, Kacke. Stacheldraht kannst du auch wahrscheinlich alles reparieren. Ist ja auch alles im Arsch. Okay. Ach, scheiße. Ich wollte hier noch diese Strom-Mansky-Dinger. Ausdauer kaputt. Ja, ich muss auch erst nochmal was essen. Ach, hab ich noch gar nicht nachgeguckt. Shit. Ich wollte die so seitlich ans Haus dran machen, damit ich davon nämlich an diese Fans komme. Wisst ihr? Mach mir jetzt erstmal eine neue Axt. So, wisst ihr. Jo. Oder auch nicht? Nee. Oder auch nicht, wir haben keine Eisen. Ja, ich habe für die Blade Traps, die ich bauen will, halt einen Haufen dabei. Na gut, dann hacke ich erstmal Bäume, würde ich sagen, ne? Wir brauchen ja Holz. Ja, da kannst du jede Menge hacken. Jede Menge hacken? Jede Menge. So. Okay, das Stahl ist auch fast fertig. Ausgang. Wo ist denn unser Ausgang? Wann hier rüber? So, ich muss wieder hoch. Muss verkabeln, damit ich am Hausrand jetzt da die Kabel habe. Die Idee. Ey, was macht denn dieser Baum hier? Der hat hier mal so gar nichts zu suchen. Kabel anklemmen. Ach, Mist, jetzt habe ich vergessen, Hammer mitzunehmen. Ach, das sind die Bäume, die in unserem Dings stehen. Die kommen da so raus? Ja. Yep. Die sind so hoch? Ja. Yep. Alter Schwede. Ich hack die mal weg, ne? Ja, die nehmen uns Deckung weg. Also, wenn wir da Bäume unten pflanzen wollen, müssen wir die definitiv tiefer machen. Ah! Was ist da los? Haben die das kaputt gemacht? Ich bin hier gerade durchgefallen. Ich kann es dir nicht sagen. Ich hack hier erstmal die Bäume weg, so. Oh. Ja. Die Bäume haben Löcher im Gitter gemacht. Die haben das Gitter kaputt gemacht. Krass. Verfickte Bäume. Das heißt, hier unten pflanzen wir keine Bäume. Och man, ich wollte mir das nächste Mal unten angucken mit den Bäumen, bevor. Aber naja, hack sie ab, dann sehe ich es halt nicht. Gibt's vielleicht kleine Bäume? Ich wollte auch meine Bäume. Müssen wir das nochmal irgendwo tiefer machen, ne? Wann kannst du da Bäume machen? Geht nicht. Warum geht Was das geht? Nicht? Der Balkon ist mir hier im Weg. Oh. Dreckiger, nutzloser Balkon. Oh. Es gibt mir ein Kabel von da. Kabel und dahin. Geht. Ah, gut, dass wir noch von diesen Eisenstangen was haben, weil dann repariere ich das gleich. Ja. Ich will nämlich nicht, dass irgendwie was in der blutroten Nacht da eventuell durchkommt. So, 9 Stück haben wir noch, 4 brauche ich. Ich muss was trinken, warum muss ja, ich trinken? Ja, dann trink doch was. Ich habe was dabei und ich nehme deine Einladung an. So. Auch gut. Komm mal auf da, ich muss gucken. Ich hab Hunger und Durst. Was haben wir hier?
Ei und Speck. Yum, 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 yum. Na, essen wir gleich noch einen. Dann trinken. Trinken. 202 leere Gläser haben wir. So. Jetzt ist auf jeden Fall unser Dingsda-Bumster wieder geschützt. Unser Loch im Boden. Was meinst du? Ich habe hier an der Seite jetzt diese komischen, wie heißen sie, diese Stromverteiler hingepackt. Soll ich die hier auf dem Boden auch nochmal aufstellen und von dort aus dann auf die Fans? Also wenn wir hier den Fans hinmachen wollen, dann würde ich, warte, weil die werden nicht so weit reichen. Musst du mal gucken am besten, wie weit die reichen. Wahrscheinlich musst du die hier nochmal irgendwie einpositionieren. Aber da würde ich vorher nochmal mit dem Wire-Tool gucken, ab wann das rot wird. Du meinst hier so einen Stromverteiler? Ja. Ich hab's hier schon extra so... Weil, du siehst ja das Kabel. Okay, da, solange es noch grün ist, geht das nämlich. Ne, hier ist genau, so weit. Da geht's nämlich nicht mehr. Ja, weißt du was, dann machen wir einfach hier... Eins... Mache ich hier in so jeder Ecke eine Pointing. Wo war mein Kabelchen, habe ich gesagt. Die von da. Ach, wo ist er? Da. Oh, da wäre runtergefallen. Wie lange läuft noch deine Nahtoderfahrung? Da. Und da. Die ist. Ach, hast du ja gar nicht mehr. Die ist vorbei. Ich auch gerade. Aber trotzdem, die Blade Traps, ich weiß nicht, wie lange die brauchen, aber die werden bestimmt eine Stunde oder so brauchen. Dann kannst du ja gucken. Ja, ich renn ja schon rein. Ich guck ja. Blade Traps. Boah, 6 Minuten echt Game. 8 Minuten echt Game. Ich baue erstmal 4, okay? Mhm. Ich würde die dann erstmal an die Ecken packen. Ja. Aber erstmal will ich eine Seite Fans haben. So toll fancy. Lag ja Baum. Whee. Stell hier mal einen auf. Nehme ich mir mal so ein Gabelbowski. Natürlich der ganze Stacheldraht im Weg. Stacheldraht. Da habe ich ein Fans. Wie weit müssen die auseinander sein? Ich weiß es nicht mehr. Ein bisschen weiter kannst du sie schon auseinander machen. Musst halt gucken, wie weit das Wire-Tool reicht. Reicht weiter. Muss ich alles testen. Ich würde auch erstmal die Holzstacheln aufstellen und die dann einfach verstärken mit Eisen. Oh, das war falsch rum. Scheiße. Kann ich das abmachen? Indem du es einfach neu verkabelst? Ja, ich kann es aber nicht einfach abmachen. Das ist das gerade doofe. Auch auf der linken Maustaste. Oh, lass doch los da, Junge. Ey, wieso geht diese 5 Meter jetzt auf einmal nicht? Kann doch nicht sein, willst du mich verarschen? Blöder Schreitussi. Ey, ist doch voll unlogisch. Da ist der Verteiler, der ist 10, 15 Meter zu dem Ding. Das schaffe ich, ja? Aber hier mal 10 Meter zu einem anderen Teil, das ist zu weit. Wollt mich doch verarschen hier.
Kauf mal ein längeres Kabel. Ich versuche noch einmal. Richtig. Oder kann ich gar nicht von denen in Reihe weitergehen? Hm? Kann ich nicht von Elektrozellen? Ja, klar. Ja, aber wenn ich jetzt wähle, ich kriege hier kein Kabel ran. Rechtsklick. Ja. Und blau. Das ist mein Problem. Er macht's blau. Ich einen dazwischen. Er macht's blau. Warum macht er das blau? Weil das einfach blau ist, weil das Dings sind, Elektropflanzdinger. Ach so, ich dachte, das wäre falsch verkabelt. Nein! Oh. Ich denke, die ganze Zeit ist es falsch verkabelt. Oh, nee. Sagt dir hier auch keiner im Spiel. Try and error. Ah, try and error. Ich kann es ja mal anmachen, dann kannst du mal durchlaufen. Jetzt mal ohne Scheiß, ich mach das wirklich an, bevor ich das hier verkabel, weiterverteile. Und dass das nicht so läuft, wie ich es mir denke. Der linke Generator. Jetzt darf ich nur nicht durch die Elektrozäune laufen. Nee, geh mal. Nein. Geh doch mal durch. Dann bin ich aber tot. Aber wie soll ich denn sehen, ob das funktioniert? Soll ich wirklich? Ja. Ich sehe ja nicht. Siehst du? Ist der Generator denn an? Ja, ist an. Hast du auch den richtigen angemacht? Ach, der hat kein. Warum hat der keinen Motor drin? Weil da kein Motor drin ist, so viel dazu. Kann der ja nicht funktionieren. Doch, das müsste hier die linke Seite sein. Du, ich höre, hört man, also hörst du den Generator? Ja, ja, ich höre ihn. Hm. Warte mal, wir können es einfach testen, ich mach den nochmal an. Er hat aber nur ein W. Wir brauchen 5 W, das erklärt's. Ah. Zu wenig. Nur 1 Watt Leistung, dann musst du mehr Motoren reinhauen. Ja. Oh, hatten wir noch welche? Hier ganz viele. Wenn die alle nur ein W bringen, dann haben wir auch ein Problem. Weil wenn, wenn diese Stromzäune schon 5 W brauchen... Einer. Ja, je mehr Probenzäune sind, natürlich sind, desto mehr verbraucht ist. Ja, was sollen denn die Blade Traps erst machen? Hm. Die brauchen ja noch mehr. Einschalten. Power 1W. Lass mich mal gucken. Mach mal. Dann hack ich mal ein bisschen Holz und reparier mal. Also maximal Output 200 Watt. Ja. Und er benötigt 1 Watt. Er verbraucht gerade 1 Watt. Ach so, Entschuldigung. So, soll ich mir deine Verkabelung einfach mal anschauen? Ja, mach. Ich brauch mal ein Elektrowire-Tool dafür. Die sind da unten im Schrank drin. Hm. In welchem? Da, wo die Ecke ist. Da. Bei den Büchern. Andersrum. Da. Da. Rechts. So. Dann schaue ich mir mal deine Verkabelung an. Du hast da bestimmt Scheiße gebaut. So. So. Da haben wir es schon. Was denn?
probieren wir es einfach nochmal. Was war es denn? Ganz einfach, du hast oben den einen Verteiler nicht mit dem verbunden, wo die anderen hingeführt haben. Es sollen ja auch zwei getrennte Stromkreise werden, ne? Lauf mal durch. Der hat jetzt Saft hier, die Lampe. Kannst ja mal durch den Elektrozaun durchlaufen. Dann wissen wir es. Man sieht aber auch nichts. Nee, da bringt nichts. Du musst schon zwischen denen. Aua! Sieht schön aus. Ich würde sagen, das funktioniert. I'm shocked. Gut. Aber ist das jetzt, hast du jetzt einen Stromkreis gemacht oder sind das jetzt. Ich habe einen angeschaltet. Gut, weil ich möchte, dass es ja zwei sind. Falls einer aus. Meine Güte, du fisselst immer noch. Weil, falls ein Generator ausfällt, dass dann die eine Seite funktioniert. Verstehst? Verstehst? Schon klar. Gut. Danke. Ja, man muss dazu sagen, die Mathilde hat das sonst immer, die letzten Male immer gemacht. Aber ich will das ja auch mal können, darum verbuschel ich das jetzt mal hier. Meine Güte. Es sind übrigens 4 Blood Traps fertig. Gut, dann kümmere ich mich gleich eher um die Blade Traps. Bei der. Meine Güte, wie lange fisselst du denn? Leuchte ich noch oder was? Also ich höre dich auf jeden Fall noch. Schaden habe ich keinen mehr. Hatten wir nicht noch normale Spike Traps? Scheint nicht. Da muss ich wohl noch welche machen. Nein. Zeit rennt gerade irgendwie. Zeit wird knapp. Ah, jetzt hast du aufgehört zu fisseln. Ja? Ja. Das ist doch nett. Nett von mir, nicht mehr zu fisseln. Oh, 8 Minuten müssen noch rum sein, verdammte Scheiße. Damit ich wenigstens 4 Blade Traps nochmal aufstellen kann. Oh, sind die groß. Ja. Verdammt. Scheiße, hier ist ja alles leer. Du glitzerst immer noch. Oh.
bitteschön. Danke, der hat nicht geschrien. Ich glaube, ich lasse die Fans jetzt. Ich mache jetzt keine Fans mehr. Ich kümmere mich um den Stacheldraht, oder? Jo, Stacheldraht haben wir noch relativ viele. Also ich habe noch 110. Bei dir selber, oder? Ja, die habe ich bei mir. Die waren noch im Schrank. Die kann ich dir gerne geben. Ups. Ich kann wieder hacken gehen. Wo bist du gerade? Hinten. Da. Hi. Dann hol ich mir die Stacheldraht. Warte, ich komme eh rüber, weil ich muss noch Bäume hacken. Ich repariere schon nebenbei. Oh Mann. Ja, das wird echt hart, ey. Ja. Nicht so weit, wie ich es mir gewünscht habe. Wir müssen irgendwie echt einen Tag vorher schon anfangen mit der Verteidigung. Ein Tag reicht nicht mehr. Ja, ist einfach alles auch hier. Die haben sich echt Mühe gegeben. Muss man einfach mal so sagen. Bitte? Die haben sich Mühe gegeben, alles kaputt zu machen. Ja. Ich habe hier gerade kaum Stacheldraht, der nicht repariert werden muss. Ja, ich muss auch vor allem gleich nochmal gucken, wie es mit meiner Munition aussieht, also mit den Bolzen. Oh ja. Ich habe noch 190 ganz normale Pfeile, da bin ich. Brauche ich auch Bolzen. Dann ist die Zeit des Bogens vorbei. Hm. Hat hier was von Bandarbeit, hier so langlaufen, gucken, ob ein Teil richtig ist oder nicht. Willkommen in der Stacheldrahtfabrik. Jetzt neu. Vergiss den Cappuccino nicht. Ah ja, oh, Cappuccino. Ah! Also. Scheiße. Wollte ihn schwenken. Oh, und jetzt hast du wieder gekleckert? Ich hab ihn ausgeschwenkt. Ach, Heinrich. Oh, war nicht viel. Und ist Gott sei Dank nicht auf die Tastatur gekommen. Hier gerade beim Reparieren kriegt man auch Punkte. Hm. Immerhin. Wahrscheinlich immer nur so eine XP oder so, ne? Hier. Oh, doch so viel. Naja,
Das sind halt 500 XP gerade, die ich so ein bisschen mache. Ja, ich stelle gleich noch Spike Traps auf. Da bin ich soweit einmal rum quasi. Ein bisschen mit reparieren und verteilen. Okay. Ich habe jetzt nur noch diesen einen Haupteingang offen gelassen. Okay, das ist auch sinnvoll, den noch offen zu lassen. So. Ich teste trotzdem mal die Blade Traps. Warte bitte. Ich stehe gerade an einer. Ja, ich muss erstmal hoch. Mir geht's ja nur darum, ob die überhaupt funktionieren. Nicht, dass ich jetzt in der Nacht dann die testen will, anmachen will und dann... Oh, funktioniert ja gar nicht. Cool. Ich warne dich vorher, bevor ich die anmache. Danke. Dann möchte ich... Ich mache jetzt den Generator. Den machen wir... Oh, das hat kein Sprit. Jo, dreht sich, dreht sich. Perfekt, ich mache wieder aus. Gut, dann gucke ich mir den anderen an. Dreht sich einer nicht? Warum dreht sich der eine nicht? Ah, ich sehe. Ausschalten. Ah, ich sehe es auch. Der ist nicht mit dem verbunden. Genau. Hier, nee, hier wo ich bin, ist der Dings. Jetzt müsste es gehen. Ah, ich gehe nochmal gucken. Achtung, ich schalte ihn nochmal an. Jo. Dreht sich. Wunderbar. Ausschalten. Dann hole ich nochmal Sprit aus der Garage. Wie sieht's mit den Stacheln in der Grube aus? Kreischerin hinter uns. Perfekt, hast du gut geschossen. Danke. Was meinst du mit Stacheln in der Grube? Stacheln in der Grube oder Stacheln generell am Haus? Sind jetzt vollständig. Ich bin jetzt nur dabei, die hier noch aufzuwerten. Nee, hier fehlen welche. Wo? An der Hausfront Richtung Garage. Also ich hab noch welche. Daher. Ich sehe gerade, hier ist noch Scheiße drin, die eher für unser Haus gedacht ist, aber naja. Nehmen wir später mit. Also hast noch Stacheln, ja? Sonst will ich noch schnell Holz hacken. Ich habe noch 57 Stacheln. Und in den Gruben ist auch alles drin? Eigentlich schon. Gut. Dann kann ich ja hier zumachen, oder? Ja. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, sonst wird das Video zu lang, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Nehmen wir das einfach hier Vorbereitung. Zack, fertig. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zur Blutnacht. Ciao.